Weltweit investieren und breit streuen, das ist bekanntermaßen eine der wichtigsten Börsenregeln. Doch oft fällt es schwer, über den Tellerrand hinauszuschauen. Deshalb haben wir das heimische Börsenparkett verlassen, sind hier nach Japan geflogen, stehen auf dem Parkett, wenn man so will, der Tokyo Stock Exchange mit Finanzplaner Boris Fahle. Er ist Mitgründer der Consilium Finanzmanagement AG. Schön, dass Sie da sind, Herr Fahle. Also hier an der Börse Tokio, sehr spannendes Umfeld. Welche Eindrücke und Anregungen haben Sie bisher hier vor Ort aufgenommen? Ja, an der Börse, man sieht ja, dass hier kein Parketthandel in sich mehr stattfindet. Das ist natürlich eine historische Station, die wir hier durchlaufen. Ansonsten muss ich sagen, die letzten Tage in Tokio waren sehr, sehr spannend. 35 Millionen Einwohner in dieser Region, das ist schon eine absolute Metropole. Die Japaner an sich leben hier auf kleinstem Raum, aber top organisiert. Man findet keinen Müll auf den Straßen, man findet ja auch keine Mülleimer, weil es einfach verpönt ist, mit Müll auf den Straßen rumzulaufen oder etwas zu essen. Und an sich muss man schon sagen, ein sehr höfliches Volk und absolut tolle Eindrücke, die ich bis jetzt hier gewinnen durfte. Mit anderen Worten und übersetzt in den Anlageprozess bedeutet das, Sie verlassen den heimischen Schreibtisch, um sich vor Ort zu informieren, um eben in der Tat nicht nur deutsche und europäische Aktien, sondern globale Aktienmärkte im Blick zu haben. Welche Kriterien, Herr Fahle, sind denn jetzt für Sie wichtig, um beispielsweise in den japanischen Aktienmarkt zu investieren? Ja, das ist richtig, dass ich hier auch die Nähe natürlich suche, um mir ein Bild vor Ort zu machen. Es ist so, dass es aus meiner Sicht heutzutage ohne Globalisierung eigentlich gar nicht mehr geht. Das heißt, ich muss global investieren. Das ist der Fehler, den man immer noch macht. Man investiert zu sehr in den heimischen Markt. Und ein Indikator, den man sich da anschauen sollte, aus meiner Sicht, ist die Weltaktienmarktkapitalisierung. Ja, und da haben wir in Deutschland gerade mal noch 2%. Ja, das heißt, wir haben in den USA 54% Weltaktienmarktkapitalisierung, in Japan immerhin 8%. China ist da sehr, sehr aufstrebend. Das heißt, man muss schon schauen, wo sich Möglichkeiten ergeben und einfach breiter streuen, global investieren. Dinge, die für Japan aus meiner Sicht sprechen, ist der Fortschritt in der Robotertechnologie zum Beispiel, wo sie absolute Weltmarktherrschaft darstellen und auch die geringe Arbeitslosenquote von 2,3% beispielsweise. Auch die Politik sorgt meist für negative Einflüsse, beispielsweise Brexit in den vergangenen Jahren, muss man sagen. Aktuell auch der Handelskrieg zwischen USA und China. Welche Rolle spielen diese Themen, vor allem die geopolitischen Risiken, in Ihrem Anlageprozess? Ja, schauen Sie mal, es gibt ein bekanntes Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine und das ist auch de facto so. Ja? Also politische Nachrichten sorgen eigentlich nur für kurzfristigen Einfluss an den Kapitalmärkten. Ich denke, das Thema Brexit ist mittlerweile eingepreist in den Kursen. Natürlich wird es hier noch ein bisschen auf und ab geben in den nächsten Monaten, wie man ja kürzlich auch wieder vernommen hat. Das Thema Handelskrieg USA, China, was passiert dort? Ja, die USA als absolute Weltmacht muss erkennen, dass am langen Hebel die Chinesen wahrscheinlich durch die demografische Entwicklung und die technologischen Entwicklungen die Nase vorn haben werden. Und man kann das Thema einfach nur ein bisschen verzögern, das ist eine reine Verzögerungstaktik. Und am langen Hebel kommt man eigentlich nicht an diesem Wachstum, was gerade China bietet, vorbei. Ja. Also China natürlich ein ganz wichtiger Teil in der Gesamtaufstellung eines Portfolios, aber noch eine Ebene höher, Herr Fahle. Welche Rolle sollte Asien spielen, wenn man die Gesamtaufstellung eines Depots betrachtet? Ja, das sehen wir auch in der Weltaktienmarktkapitalisierung. Also auch wenn man sich so langfristige Ströme jetzt anschaut oder Entwicklungstendenzen anschaut, dann wird der asiatische Markt extrem zunehmen, auch von der Weltaktienmarktkapitalisierung. Und die Chinesen haben natürlich den entscheidenden Vorteil, das ist die Demografie, das ist der technologische Fortschritt. Und darum sollte man sich auch aus Sicht der Europäer
immer mehr mit diesem Thema Asien beschäftigen. Da gehören auch die kleineren asiatischen Staaten mit dazu, ja, die ebenfalls fortschrittliche Tendenzen erkennen lassen. Aber auch so eine, ich sag mal, alte Weltwirtschaftsmacht wie Japan, die so ein bisschen momentan ein Comeback erlebt, auch bedingt natürlich durch Top-Unternehmen, die hier präsentiert werden, durch niedrige Kursgewinnverhältnisse, durch hohe Dividendenrenditen und die niedrige Arbeitslosenquote. Mhm. Abschließend, Herr Fahle, mit welchen Erwartungen gehen Sie in das Börsenjahr 2020? Ja, fassen wir mal so ein bisschen zusammen, wo stehen wir aktuell? Es gibt keine Zinsen mehr. Das wird auch auf absehbare Zeit erstmal so bleiben. Im Gegenteil, wir haben sogar negative Zinsniveaus. Auch da gibt es verschiedenste Szenarien, dass die Zinsen sogar noch weiter in den negativen Bereich fallen könnten. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass sogar Anleihen, also Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, weiter im Kurs steigen. Das heißt, dass wir da sogar noch Wachstumsfantasien in den Kursbewegungen haben. Gold und Immobilien ist teilweise auf Höchstkursen, teilweise spricht man von Überbewertungen, je nachdem aus welcher Situation sich man das anschaut. Da ist also eher Vorsicht geboten. Ja, der Aktienmarkt ist auch nicht mehr günstig bewertet, man muss ganz genau hinschauen, aber wir haben teilweise noch sehr attraktive Bewertungen, niedrige Kursgewinnverhältnisse, hohe Dividendenrendite. Wenn man nun unter Berücksichtigung von politischen Entwicklungen, immer mal wieder auch dem ein oder anderen Aufflackern von politischen, ja, ich sag mal, Negativszenarien, die vielleicht kurzfristig bedingt sind, und von Volatilität, also Schwankungen der Kapitalmärkten. Wenn man damit umgehen kann, gehe ich insgesamt von steigenden Kapitalmärkten im Jahr 2020 aus. Ja, dann hoffen wir mal, dass es in der Tat so ist. Immer ein gutes Händchen dabei. Boris Fahle war das von der Consilium Finanzmanagement AG hier auf dem Parkett der Tokyo Stock Exchange. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.